ein richtiger Bär, wenn man ihn so anschaut. Und der Schuss war nicht so schlecht. Nein, der war sogar richtig. Super gemacht. Riesenchance und tolle Abwehr. Riesenchance. Und wunderschöne Abwehr von Nino Lessi. Und das Riesenchance war das. Probiert es direkt. Und Riesennachschusschance. Und Jonas Kahner. Guter Pass. Und da 1:0. Wunderschöne Aktion. Jonas Kahner auf Moritz Wels. Und in der letzten Minute der ersten Halbzeit heißt es hier 1:0 für die Akademie Steiermark Sturm Graz. Wunderschöne Kombination. In der ersten Hälfte einen sehr guten Freistoß gezeigt. Und auch jetzt wieder kurze Abwehr von Nino Lesiak. Und schöner Kopfball. Jetzt aber. Super Aktion, da hat es einmal gepasst, hier den Ball zu versenken. Veracnik läuft an und naja, Dries ist doch noch gefährlich geworden, obwohl auch. Und die nächste Flanke kommt da zur Mitte und jetzt ist der Ball drinnen. Ausgleich. Wer war da der Torschütze? Die Nummer 22. Raphael Huber, eingetauscht, ein goldenes Händchen von Trainer Gerhard Zädler. Schön gespielt auf Lieber. Und toll abgewehrt. Wie ist denn das gegangen? Aber es gibt eine Wiederholung, also die muss ich mir auch anschauen. Das war ja in Kamikaze-Manier. Und jetzt gibt es die Ausgleichschance für den WRC. Gibt es die Führungschance für den WRC? Veracnik, er kämpft sich da wieder den Ball und jetzt klingelt es aber, oder? Die Stange verhindert. Paulo Jager, gut gesehen, Veracnik. Wow. Flanke zur Mitte. Veracnik und da ist er drinnen. Nikolas Veracnik, der Teamspieler, der U18-Teamspieler. Trifft in der Nachspielzeit. In Graz, Staudinger in der Nachspielzeit. Heute Veracnik in der Nachspielzeit. In Graz 2:1 Wolfsberg. Heute 2:1 Wolfsberg. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Der WRC gewinnt hier mit 2:1. Und wir melden uns gleich wieder mit Interviews mit den beiden Trainern. Ja, zufrieden. Also sie haben 90 Minuten oder 94 Minuten alles gegeben. Also von dem her bin ich zufrieden. Aber du hast es eh schon gesagt. Also wir hatten schon das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit noch gleich nach der Pause. Und wenn wir eine nützen, ich glaube, einmal der Schuss, der wehrt dann auf der Linie ab, mit dem Kopf oder wie auch immer. Aber ja, aber so ist Fußball. Es dauert, wie gesagt, 90 Minuten. Und wenn man dann irgendwann einmal nachlässt, ja, und die WRC hat das wirklich heute noch ausgenutzt, leider. Leider für uns, weil sie hätten sich zumindest ein Unentschieden verdient, unsere Truppe. Wie siehst du allgemein die Entwicklung deiner Mannschaft und allgemein der Akademie des SK Sturm? Siehst du da große Talente, die in die Bundesliga rücken werden? Also ich glaube, dass wir in allen Mannschaften immer Talente haben in Graz und also und auch heuer wieder. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist dann auch im Endeffekt trotzdem ein langer Weg. Es ist auch, wie gesagt, jetzt spielen sie in der 18er, nächstes Jahr ein Teil wird dann aufrücken zu den Amateuren in die zweite Mannschaft. Und ja, ich glaube, der eine wird sich nicht aufhalten lassen. Davon bin ich überzeugt, dass das funktioniert, dass der irgendwann einmal den Sprung schafft in die Kampfmannschaft. Ich hoffe es bei uns natürlich, bei Sturm. Das wäre schön, dass man das, weil, und dafür sind wir da, dafür arbeiten wir. Wenn man sich das Spiel heute anschaut und allgemein jetzt den Akademiefußball, denk einmal zurück an deine aktive Karriere. War da irgendein Spieler mit 18 so weit, wie das die Spieler heute sind? Nein, also
natürlich waren wir auch trainiert oder war so, alleine vom Physischen und auch vom Tempo. Es hat sich nicht nur im Spitzenfußball das Tempo erhöht, es auch in den Akademien, in den Jugendmannschaften und vor allem in den Akademiemannschaften sieht man. Und extrem sieht, also ich bin ja doch täglich dabei und extrem sind einfach diese Sprünge 15er, 16er und dann in die 18er. Und das sieht man immer wieder. Also da ist das Tempo schon irrsinnig hoch, die Qualität, die technische Qualität irrsinnig hoch. Und ja, und dafür sind sie ja da, die Talente, und die wollen den Sprung und die wollen den Weg nach oben schaffen. Und dafür müssen sie hart arbeiten. Und man sieht, sie machen es. Bei Sturm ist es ja so, da werden sehr viele ehemalige Spieler mit in die Vereinsarbeit, in die Akademie, in die Nachwuchsarbeit eingebunden. Wie wichtig ist denn das? Ja, wie gesagt, das war lange Zeit nicht der Fall, aber ich glaube schon, dass man auf solche ehemaligen Spieler vielleicht zurückgreifen kann oder soll, so wie wir jetzt, es ist in anderen Akademien teilweise wie Tirol auch. Da, ich glaube, die bringen doch ein Know-how mit und auch Erfahrung von ihren eigenen Erfahrungen als Fußballer, die den Jungen weiterbringen kann. Wie siehst du denn, müssen wir ein bisschen noch reden, du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, hast 3 Einsätze bei der WM in Frankreich gehabt. Wie siehst du denn die Chancen des österreichischen Nationalteams heuer bei der Europameisterschaft? Ja, Chancen gibt es immer. Also wir haben damals 98 auch die Chance gehabt, dass wir weiterkommen oder eine Runde weiterkommen. Wir haben es zwar nicht geschafft, Riesenchancen von mir vergeben, aber trotzdem. Die Möglichkeit ist da. Das, wie gesagt, es ist ein Spiel. Das 3 Spiele im Endeffekt in der Gruppe. Da sind die Möglichkeiten da, dass eine Runde weiterkommen. Ich hoffe, dass das Team und das Teamgefüge funktioniert. Das ist ganz wichtig in einem Turnier, sage ich immer wieder. Und da darf niemand auf seine Eitelkeiten schauen, sondern es geht ums Gefüge, es geht ums Team und es geht um den Erfolg im Endeffekt. Gerhard Seidler, der Mann mit der goldenen Hand, an Torschützen eingetauscht und dann noch den Staudi. Und mit dem Staudi ist dann das 2:1 durch den Veratschnik gekommen. Deine Mannschaft hat nie aufgegeben und die letzten 30 Minuten hat sie dann, glaube ich, so gespielt, wie du dir das vorstellst. Ja, zuerst einmal Gratulation an den Nino Lesiak, weil der hat uns in der ersten Halbzeit wirklich im Spiel gehalten, weil da haben wir wirklich irgendwas gekickt. Das war eigentlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns eigentlich erwartet haben. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen erwähnt, es geht manchmal aufwärts und dann geht es wieder abwärts. Das ist halt einfach die Konstanz, die bei den jungen Burschen fällt. Aber grundsätzlich ist es so, Sturm Graz, eine sehr gute Mannschaft. Das haben wir auch gewusst. Darauf haben wir es versucht vorzubereiten, die Burschen. Und wie gesagt, es war im Endeffekt ein ziemlicher Nackenschlag da mit der 45., wo wir das 0-1 gekriegt haben. Aber haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir einfach, wie gesagt, sehr viele Einzelaktionen, wenig Laufbereitschaft bemühen vielleicht, ja. Aber wie gesagt, es war einfach, erste Halbzeit war es einfach zu wenig. Es hat auch die Passqualität gefehlt. Die war bei Sturm einfach besser und damit auch das Umschaltspiel. Was hast du dann der Mannschaft in der Halbzeit gesagt? Ja, diesmal war es so, dass wir ein bisschen die Rollen getauscht haben, dass der Christoph, mein Trainerpartner, angefangen hat. Und es war diesmal einfach ein bisschen lauter in der Kabine, weil es gibt eben Situationen, oder so wie wir es gesagt haben, es gibt oft Tage, wo man halt nicht so gut drauf ist, dann gibt es Tage, wo man sehr gut drauf ist. Und heute war so ein Tag, wo man halt in der Halbzeit wirklich einmal lauter werden hat müssen. Und das war dann auch so der Fall. Also der Christoph hat sich da wirklich aufgeweckt. Und ich habe eigentlich nachher nur mehr 2 Schlusssätze gesagt vor dem Ausgehen. Und dass ich gesagt habe, der Trainer hat einmal, was er jetzt gesagt hat, einmal 100% recht. Und das Zweite ist, es liegt jetzt an euch im Rechteck drinnen, die Partie zu drehen. Wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Und wie gesagt, es liegt wirklich nur an euch. Und das hat man nachher schon gesehen eigentlich mit Beginn, dass ganz ein anderer Geist in der Mannschaft drinnen war. Eine ganz andere Bereitschaft, das wirklich drehen zu wollen. Also in der Pause, Good Cop, Bad Cop. Aber was sagst du denn zur Abwehr von deinem Kapitän? Eine Sensation, das musst du dir noch einmal anschauen. Also es ist relativ schnell gegangen und von unserer Bank aus war es schwer zu sehen, aber es hat auch dort wirklich sensationell ausgeschaut. Aber wie gesagt, wir werden uns das am Video noch einmal anschauen. Wirklich Kompliment und wie gesagt, das war eine ganz entscheidende Situation. Ja, ob es da jetzt 0-2 steht oder beim 0-1 bleibt, eine Riesenaktion vom Kapitän, vom Hati. Und heute war es wirklich so, böser Trainer, guter Trainer.
Und wir schauen aber schon, dass wir uns da die Waage halten. Ja, jetzt hast du immer, Platzierung ist nicht so wichtig in der Akademie. Jetzt ist man trotzdem noch Zweiter und hat jetzt noch die Austria Wien. Jetzt will man schon also diesen Platz behalten, oder? Ja, grundsätzlich so. Also für die Akademie selber ist es, wie gesagt, wir haben jetzt seit 2014 beim WRC die Akademie. Das ist sicher eine Riesengeschichte, dass man mit der 18 so weit vorne ist. Für uns Trainer auch schön, auch für die Burschen schön. Aber im Endeffekt ist wirklich wichtig, wie viele Burschen bringen wir jetzt zu den Amateuren, wie viele Burschen bringen wir weiter zu den Profis. Sind wir momentan auch auf einem ganz guten Weg, wie das Beispiel Tarek Muharemovic oder Adis Jasic zeigt. Und natürlich, es ist schön, absolut. Es ist auch eine Belohnung für die Arbeit. Aber unterm Strich, sage ich mal so, für die Akademie selber ganz eine tolle Geschichte. Vorne dabei als WRC-Akademie, wie gesagt, erst 7 Jahre, dass wir die Akademie führen mit dem WRC. Und es ist schon ein schöner Erfolg. Und wie gesagt, absolut lässig für die Burschen. Und ich hoffe, dass sie sich dementsprechend freuen. Jetzt haben wir noch ein Spiel. Vielleicht wird es sogar wirklich ein Endspiel werden um einen zweiten Platz. Das wissen wir dann in 3 Wochen. Darauf freuen wir uns natürlich auch, weil wir werden da auch zu 99% wieder dabei sein. Ich sage nochmal Gratulation, Gerhard Zeller, auch an die Mannschaft für das Comeback. Alles Gute und noch ein schönes Wochenende. Danke dir.